Sie können filmen, aber bleiben Sie weiter weg. Das nicht öffentlich gesprochene Wort soll hier nicht verletzt werden. Dazu weiter weg, weil ich mindestens mal 10 Meter. Die Dame hat ihr Einverständnis filmen gegeben. Sie, aber ich nicht. Sie haben ihr Einverständnis, gell? Ja, aber ich nicht. Dürft nicht filmen. Reden Sie zurück. Mach, Markus. Reden Sie zurück. Alles gut. Der Polizist ist mir auch. Da wird in der Öffentlichkeit auch. Ich hier bei der Demo da an dem Bürgerzentrum mal bitte herkommen. Zwei Herren mit der Kamera ein paar Meter entfernen. Das ist der Will, mein Name. Gut, aber fällt mich bitte. Und weiterhin. Und ich sag's nicht nochmal. Ich sag's nicht nochmal, hab ich gesagt. Gehen Sie zurück jetzt. Zurück. Ja. Hier können Sie stehen bleiben. Und keinen Schritt näher. Haben die Hunde unerlaubt ans Auto gepinkelt, oder? Ich bin Michaela. Ich bin hier zufällig vorbeigekommen mit meinem Kochtopf, habe den Herrn Kretschmann gesehen und habe gerufen, du, weil ich der Meinung bin, ich muss nicht gehorchen, ich möchte gern meine angeblich demokratischen Menschenrechte, die mir eigentlich zustehen sollte, die mir eigentlich auch niemand wegnehmen kann. Und ich bin auch der Meinung, dass mich niemand impfen kann. Und weil ich sehr laut getrommelt habe, hat der Chef hier gesagt, habe ich auch gesehen, die im Blauen. Da habe ich gedacht, gut, ziehst du dich mal demokratisch aus der Schusslinie, bin um die Ecke. Da ist mir ein sehr netter junger Mann hinterhergekommen und hat meine Personalien aufgenommen und mir ein paar Paragraphen an die Ohren geschmissen, gegen was ich alles verstoße. Und das habe ich mir offen gelassen, möchte ich jetzt mit dem Rechtsanwalt klären. Ich habe Wert darauf gelegt, dass ich hier nicht der Redelsführer bin. Das wirft man mir vor. So. Wurdest du, oder hast du seine Personalie oder seine... Seinen Namen habe ich mir geben lassen. Er hat keine Nummer. Ich hab ihn darauf hingewiesen, dass ich eine Rücken-OP hatte und nicht auf den Rücken geworfen werden möchte, wie in Berlin, wie ich das so gesehen habe. Das hat er mir zugesagt, dass er das nicht tun wird, was mich schon mal sehr beruhigt hat. Ich habe ihn auch darauf aufmerksam gemacht, dass er eigentlich von meinen Steuergeldern bezahlt wird und eigentlich für meinen Schutz hier ist. So, sende das ruhig mal und wollte einfach dem Herrn Kretschmann huldigen, aber ein Grüner scheint Meinungsfreiheit nicht zu mögen und der Chef hier möchte dann Personalien festgestellt haben, weil ich als Lauteste getrommelt habe, worauf ich aber wiederum sehr stolz bin in meinem fortgeschrittenen Alter. Aber Damen in meinem Alter scheinen bei der Konstelle irgendwie das Opfer zu sein. Darum bin ich jetzt froh, wenn ich hier rauskomme und mich niemand auf den Rücken geschmissen hat. Vielen Dank. Herr Kretschmann, bauen Sie die Betten im Krankenhaus auf und beenden Sie die Maßnahmen. Bitte sofort. Herr Kretschmann, das schadet unserem ganzen Volk, die Maßnahmen. Bitte beenden Sie sie. Schützt die Kinder vor den Grünen. Schützt die Kinder vor dem Kretschmann.
gar nicht mehr.